Herzlich willkommen zur 70. Verleihung des Ordens Wider den tierischen Ernst. Oh, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, aber noch viel mehr freue ich mich auf der designierte Ordensritter, der liebe Armin Laschet. Endlich mal einer aus Aachen. Man, ja, ich weiß, aus Buchtscheid, aber muss man dazu sagen, Buchtscheid ist schon 1897 eingemeindet worden. Das heißt, Sie müssen sich ja auch langsam mal mit abfinden, Herr Laschet. Ne? Aber das finde ich auch so gut an der Armin Laschet. Das ist noch so ein Lokalpatriot. Das ist noch richtig ein Mann aus dem Volk. Ich meine, die meisten von uns kennen den ja nur aus dem Fernseher so, als charismatischen Menschenfischer, ja. Immer so elegant gekleidet in sein maßgeschneiderter C&A-Anzug, ne? Aber, weil viele nicht wissen, er kommt wirklich aus ganz einfachen Verhältnissen. Dem sein Elternhaus damals, das wurde sogar noch traditionell beheizt durch eine im Wohnzimmer anwesende Milchkuh. Deshalb ist ihm das Thema Heizen auch so wichtig. Ne? Der hat ja lange, lange Jahre die Braunkohlelobby, ne, bis auf das Messer verteidigt. Ne? Uns, die wir am Tagebaurand leben, für uns hat er immer gesagt, ja, regt euch nicht so auf. Ne? Seht doch mal locker, ne? Demnächst werden bei euch die Grundstückspreise explodieren, das ist alles Stranderwartungsgebiet. Ich habe hier für die Leute vom AKV immer schon gesagt, der Mann, der Armin Laschet, der gehört nicht in die Politik, der gehört im Karneval. Ne? Und so ist es ja auch gekommen und das freut mich für den. Ne? Da hat er seine... Und deshalb freue ich mich gleich auch schon richtig auf dem seine Kanzlerbewerbungsrede, auf dem seine Ritterrede, die der ja gleich hält. Und noch viel mehr freue ich mich natürlich auf die Laudatio von die liebe Julia Klöckner, eine ist ja quasi meine oberste Dienstherrin als Landwirtschaftsministerin. Wobei, da müssen wir uns kurz noch, und das müssen wir nicht jetzt machen, aber vielleicht gleich auf der Aftershow-Party mal bei ein gepflegtes Glas Cola Korn, weil Ich hatte letztes Jahr sie mal angesprochen auf die Situation, dass es uns nicht so gut geht in der Landwirtschaft. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Appell irgendwie ungehört verhallt ist hier. Weil uns geht es immer noch schlecht. Ich komme mittlerweile kaum noch zum Ernten, weil ich so viel demonstrieren muss. Ja, das ist traurig. Wissen Sie, das finde ich das Tolle an so einer Veranstaltung. Hier kann man mal richtig Klartext reden mit echten Spitzenpolitikern. Die können nicht weg und die müssen ja trotzdem lächeln wegen die Kameras. Ja. Und da kann man so seine Meinung frei äußern. Und das ist ja ein hohes Gut, Meinungsfreiheit. Gerade im Moment, wo das ja gerade von diesen Rechtspopulisten oft in Frage gestellt wird, dass wir in Deutschland überhaupt Meinungsfreiheit haben. Was ja totaler Quatsch ist. Dazu muss ich mal ganz klar sagen, dass Björn Höcke noch nicht im Gefängnis sitzt, ist für mich der beste Beweis für Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja. Und, ja. Ich meine, der Mann ist ja in aller Munde, was er jetzt gezaubert hat da in Thüringen. Ne? Hat er hier der Thomas Kemmerlich zum Ministerpräsidenten gemacht, wenn auch nur für 3 Tage. Aber immerhin vom Schafmacher zum Königsmacher. Und dieser Thomas Kemmerlich, der ja übrigens aus Aachen ist, aber das lassen wir mal weg, wegen die Stimmung. Der war ja am Anfang ganz überrascht, ne, wegen die ganze Aufregung, die da entstanden ist. Da hat er ja gesagt, ja, wieso? Ich bin doch rechtsmäßig gewählt worden. Ja. Ja, aber... Aber genau das war ja das Problem. Ne? Ein FDP-Ministerpräsident von AfD-Gnaden, das geht natürlich nicht. Ne? Braun und Gelb ist einfach keine gute Mischung. Ne? Nicht umsonst sieht es in die schlimmsten Unterhosen so aus. Ne? Ja,
Was ich aber sagen muss, das Thema überlagert ja alles andere im Moment. Dabei haben wir ja das andere wichtige Thema noch gar nicht abgehandelt. Hier Klimawandel. Ja. Klimawandel ist so ein Thema, da kommen auch wir Älteren nicht drum rum. Selbst ich werde jeden Tag von meinem Enkelkind, von der Justin Dustin, gefragt. Er sagt, Will, was hast du damals gegen den Klimawandel getan? Und da muss ich Sie ehrlich sagen, da muss ich auch mal vor der eigenen Nase kehren. So damals, so 70er, 80er Jahre, wir haben damals gesoffen, bis der Arzt kam. Wir haben geraucht, wie die Bekloppten. Ich weiß noch, wenn wir damals Party zu Hause hatten, die Bude war zugequalmt. Du wusstest überhaupt nicht, wer zu Besuch war. Ja, du musstest die Gäste am Husten identifizieren damals. Aber, Leute, damals, das wisst ihr doch selber noch, damals sind die Leute nicht nach draußen gegangen für zu rauchen. Damals sind die Leute nach draußen gegangen für zu atmen. So, das, aber, und, ja. Nein. Da wissen wir doch alle. Jedes Reihenhaus, das damals was auf sich hielt, hatte doch serienmäßig eingebaut so einen Partykeller. Aber mit alles drum und dran. Lichtorgel, Diskokugel, gemauerte Theke, Holzvertäfelung, Fischernetze unter der Decke. Und dann aber gib ihm. Und das Buffet, das war ja nur aus Fleisch, ne, bis das Auge reichte. Ne, da waren immer mehrere Mettigel, Schinkenröllchen als Pyramide aufgebaut. Ja, das war doch immer der Wahnsinn. Ich habe immer am liebsten gegessen diese Frikadellen mit internationalen Fähnchen drin. Und runtergespült haben wir das ganze Zeug damals mit Contreux, ne, Remy Martin, Chivas Regal, Persico, Metaxa. Und weiß ich noch, die Reste aus die Flasche, die haben wir dann immer in so ein rundes Aquarium gekippt. Halbes Pfund Vanilleeis drauf. Und da haben wir gerufen, Schlammbowle ist fertig. Boah, Mann. Hör mal, Schlammbowle, was war das Zeug? Süß, oder? Boah, aber mit süß hatten wir ja auch überhaupt keine Probleme. Früher war ja in alles Zucker drin. Und wo kein Zucker drin war, haben wir das pfundweise draufgekippt. Wirklich wahr, bis zu meinem 12. Lebensjahr wusste ich nicht, dass Erdbeeren rot sind. Und das Allerschlimmste waren die Süßigkeiten damals. Das Schlimmste von allen, ich weiß gar nicht, ob man das hier in Aachen noch so kennt, das waren Leckmuscheln. Kennt man noch? Völlig ungenießbar. Das war ja immer so eine Plastikmuschel mit Bonbonmasse drin. Konnte man nicht essen, das bestand zu 120% aus Zucker, der Rest war Glukosesirup. Ja. Aber was viele bis heute nicht wissen, Leckmuscheln sind niemals als Lebensmittel konzipiert worden, sondern ausschließlich zu Übungszwecke. Ja. Ja. Aber das war ja damals so, wie ich in die Pubertät kam damals. Wir wurden noch nicht aufgeklärt. Wir mussten uns alles selber beibringen. Und der Leckmuschel, das war die Königsdisziplin. Leute, ihr wisst, wer damals gut war an der Leckmuschel, dem öffneten sich aber alle Türen. Und nicht nur die Türen. Aber das ist ja auch der Grund, warum Männer aus meinem Jahrgang heute noch so beliebt sind bei Frauen. Wegen ihrer guten Ausbildung. Ich hab Bekannte in der Nachbarschaft, die haben Arthrose im Knie. Aber die können die Mittezunge aus dem Briefkastenschlitz einen Brief von ganz unten wieder rausholen. Aber lassen Sie mich meinen kleinen Vortrag mit einem Appell, ein wichtiger Appell, beenden. Und zwar richtet er sich an alle Männer
von meinem Jahrgang im Saal, bitte nutzen Sie diese Hochbegabung nicht aus. Stichwort außerehelicher One-Night-Stand. Achso, ist das Wort bekannt? One-Night-Stand? Das ist Englisch. Ja, auf Deutsch sagt man dafür, ja, was sagt man dafür? Ja, Stichprobe, sag ich mal. Ne? Auf. Auf jeden Fall, das ist wichtig, ein One-Night-Stand ist nichts Gutes. Das liegt schon in der Natur der Sache. One-Night-Stand bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass es sich am nächsten Morgen mindestens einer von zwei wieder anders überlegt hat. Der häufigste Grund? Tageslicht. Aber das ist natürlich wieder ein komplett anderes Thema und davon erzähle ich Sie dann nächstes Jahr. In diesem Sinne, Orche Alaf. Dankeschön. Dank und Ernteglück dem Selfkanter Ackergoldengel auf Hassenratzwil. Ein dreifach donnerndes Orche. Hassenratzwil. Leckmuschel.